of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online mit der Story Quest. Und zwar möchte ich den Rest gerne mit Coco Bell machen. Nach ihr wurde ich nämlich jetzt auch schon ganz, ganz oft gefragt, ob ich sie nicht mal wieder reiten kann. Und ich finde sie auch so super, super hübsch. Mein Outfit hat jetzt nicht mehr wirklich was mit den Druiden zu tun, aber ich fand es einfach total stimmig und zu ihr passend. So. Wollen wir doch mal loslegen. Evergrey steht ja hier gerade im Moorland. Drum fangen wir hier auch gerade an. Oh, da ist ein Goldhof unterwegs. So, Evergrey. Da bist du ja, Dina. Ich habe mit meinem Freund gesprochen. Los, gehen wir mit dem Pandorium in die Kammer des Steinmetzes. Mein Freund trifft uns dort. Du warst schon mal da, oder? Dann weißt du ja, dass sie im Tal des verborgenen Dinosauriers, dass sie sich im Tal des verborgenen Dinosauriers befindet. Mal sehen, ob wir diesen Magnus aus seinem Schlaf erwecken können. Ja, dann wollen wir doch mal los. Coco ist zwar jetzt nicht unbedingt das kältefreundlichste Pferd. Sie mag es nicht ganz so gern im Kalten, was ich auch irgendwie verstehen kann. Oh, High Spirit. Trotzdem, ach, da hinten steht er. Trotzdem möchte ich das gerne mit ihr machen. Ich liebe sie einfach nur. Ich finde sie so wunderschön. Ich finde sie einfach ganz, ganz toll und bezaubernd. Ich mag die friesischen Sportpferde. Ich mag die Friesen. Ich liebe dieses Modell. Ich hätte auch absolut nichts dagegen, wenn sie genau dieses Modell so für die Andalusier nehmen würden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, dass die Friesen und die Andalusier vom Körperbau her doch schon ziemlich ähnlich sind. Die Andalusier mögen eventuell noch ein bisschen kräftiger sein als die Friesen. Aber ich finde, man könnte da ruhig dieses Modell nehmen. Ich bin damit vielleicht alleine mit dieser Meinung. Ich weiß, dass viele sich da was Neues wünschen und ein anderes Modell. Ich persönlich würde es jetzt gar nicht so wichtig finden, dass wir da ein ganz neues Modell hätten. Weil für mich, ich finde einfach, dass es passen würde. Ich finde, dass es passen würde. Und wie gesagt, ich liebe dieses Modell einfach total. Und ich bin ja momentan jetzt auch wieder so ein bisschen unentschlossen, ob ich nicht doch finde, dass die friesischen Sportpferde bzw. Friesen, dieses Modell hier einfach, auch Chumpy-tauglich ist. Vielleicht war es einfach nur Glück bei Moon Princess, aber ich wollte sie auch gerne mal noch in weiteren Wins and Fails testen, als dann hier diese, ich glaube, ich ziehe mal andere Handschuhe an, die passen irgendwie nicht so ganz. Oh, ich habe die weißen gerade gar nicht dabei. Doch, doch, hier unten. Die passen besser dazu. Vielleicht war es auch nur Glückssache, dass ich da irgendwie mit Moon Princess gut durchgekommen bin. Trotzdem hatte ich irgendwie doch das Gefühl, dass ich viel, viel besser mit ihr reiten konnte, als oder auf ihr reiten konnte, als das erste Mal, wo ich die Friesen beziehungsweise das friesische Sportpferd getestet habe. Oh, es sieht so, dieser Trab, der ist so majestätisch. Schaut euch das an, das ist so, oh, es ist so wunderschön einfach nur. Sie qualmt aus den Ohren. Ich finde, sie ist einfach nur traumhaft schön. Sie ist traumhaft schön und ich liebe dieses Modell unglaublich. Ich finde es ganz, ganz toll und ich wäre wirklich mega happy. So, sind wir jetzt halt heute mal ein bisschen langsamer unterwegs hier im Dinotal. Macht ja auch nichts. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich jetzt für mich tatsächlich das Modell doch noch als Chumpy-Pferd entdecken würde. Vielleicht hatte ich an den Tagen einfach nur schlechte Tage, ich weiß es nicht, weil ich mag das Modell so gerne. Ich mag das so, so, so gerne. Ich finde das in den Animationen total gelungen und ich würde mich einfach drüber freuen. Wenn ich jetzt auch sagen würde, hey, das Modell reite ich auch gerne in Chumpys, weil mir tut das immer in der Seele weh, wenn ich ein Modell habe, was mir unheimlich gut gefällt und dann ist es halt irgendwie im Championat nichts für mich. Und ja, ach, sie ist so süß. Sie ist so cute mit diesen kleinen Blümchen vorne und es ist einfach nur so ein Süßtier. Coco, du bist ein Süßtier. Uah.
springen kann sie auch. Oh, jetzt sind wir auf einmal schnell. Jetzt waren wir einmal ganz kurz schnell. Hat sie vergessen, dass sie friert. Ach ja, schön. Da hoch geht's ja zu den Kaltern. Da hoffe ich auch, dass es da bald mal weitergeht mit der Geschichte. Das Tal hinten, das würde mich so interessieren, was da noch dazukommt. Gut, jetzt bin ich wirklich so lahm unterwegs. Wir kommen dann irgendwann in 5 Minuten an. Tatsächlich glaube ich, dass wir so nach 5 Minuten ankommen werden. Macht ja nichts. Reiten wir halt mal ein bisschen länger. Wir müssen ja nicht durchhetzen. Wir müssen ja nicht durchhetzen. Ich bitte übrigens an dieser Stelle nochmal darum, dass ihr mich nicht spoilert, weil ich habe einige extrem krasse Spoiler in den Kommentaren gelesen, die für mich persönlich das Update mehr oder weniger jetzt witzlos machen, weil ich halt quasi schon weiß, was passiert und was kommt und wie die Story weitergeht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Weil wenn man wirklich die komplette Geschichte schon vorher erzählt bekommt, was macht das denn dann noch für einen Sinn, für einen das selber zu spielen? Wenn man jetzt gespoilert werden möchte, dann ist das was anderes. Aber ich habe nie darum gebeten, dass mir jemand erzählt, was alles passiert. Weil ich bin immer jemand, ich möchte das selber für mich erleben. Ich habe auch viele Leute, die die Videos schauen und sagen, die normalerweise die Videos gucken, aber sagen, hey, ich gucke erst wieder rein, wenn ich die Quest selber gemacht habe, weil ich mich nicht spoilern möchte. Ich möchte das für mich selber erleben und danach gucke ich mir das an, wie du das spielst. Gibt's auch ganz, ganz viele Leute und ich finde das dann einfach immer doof, weil man alles schon erzählt bekommt, weil das macht halt für mich dann irgendwie wirklich das Spiel kaputt. Manchen macht das gar nichts. Manche stört das extrem. Fabi ist auch jemand, der sowas zum Beispiel in den Streams immer wirklich ganz strikt hält. Wer da spoilert, wird aus dem Stream gekickt. Einfach dann, ja, je nachdem, was es für ein Spiel ist. Gerade wenn Fabi Roleplay-Games spielt, die leben von der Story. Und wenn man dann halt schon weiß, was passiert, und das hier ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als ein Roleplay-Game, halt nur online, deswegen eben auch Multiplayer, deswegen auch MMORPG, das ist SSO. Das lebt einfach von der Story und ja, es ist dann schade, wenn man schon alles weiß. Deswegen bitte nicht spoilern. Ich habe es auch bei dem letzten Video geschrieben, wo ich mich dann nochmal so tierisch drüber aufgeregt hatte. Und ich werde das jetzt auch wirklich so handhaben, dass ich dann entweder gucke, dass ich die Person, die spoilert, wenn sie permanent immer wieder weitermacht, dass ich sie dann blocke. Für die Dauer der Quests, bis ich damit durch bin und sie erst dann wieder von der Blockliste runternehme auf YouTube. Ich will ja die Person dann nicht dauerhaft blocken, aber ich will halt dann nicht mehr gespoilert werden. Oder ob ich dann generell die komplette Kommentarfunktion auf dem Video deaktiviere. Das wäre dann die nächste Idee. Vielleicht mache ich das tatsächlich demnächst sogar so, wenn neue Story-Quests rauskommen, dass ich dann auf dem entsprechenden Video die Kommentarfunktion komplett rausnehme. Wo muss ich denn hin? Ah ja, ein bisschen was muss ich noch in die Richtung reiten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, weil dann kann man ja immer noch auf anderen Videos spoilern. Deswegen mal schauen. Wir werden mit Sicherheit eine gute Regelung finden. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet. Weil ich habe auch bei der Community habe ich auch bei vielen gesehen, dass sie dann drunter geschrieben haben, Mensch, halt doch mal die Klappe bitte, wir wollen das selber sehen und nicht alle schon vorgekaut bekommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mir das auch nochmal schreiben würdet, was ihr denn da für eine Regelung am besten finden würdet. Evergrey springt ab und betritt die Kammer des Steinmetzes, du solltest ihm folgen. Ich mag dich mitnehmen, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Oh, tut mir leid, kleine Maus. Ich kann dich nicht mitnehmen. So, rein da. Die hat mir auch so unheimlich gut gefallen, die Kammer des Steinmetzes. Ich freue mich. Die ganze Story-Quest ist genial. Und die bleibt natürlich nicht nur bis nächsten Mittwoch. Haben viele gefragt. Natürlich nicht. Story-Quests bleiben nie nur eine Woche. Weil man die ja immer irgendwie machen muss. So, Magnus Steiner. Ist das Pandorium? Was führt dich mit solch einem seltenen Geschenk zur Kammerdiener?
Magnus Steiner. Wie ich lebe und atme. Wenigstens einer von uns, hm? Du bist keinen Tag älter geworden. Dasselbe kann ich von dir nicht behaupten, Verstoßene. Du siehst furchtbar aus. Du rollst mit den Augen. Wer ist da? So hört sie es an, ne? Was führt dich zur Kammer des Steinmetzes, grauer Pilger? Wir müssen einen neuen Portalstein schmieden. Du hast es mir beigebracht, aber mein Körper ist dieser Aufgabe nicht mehr gewachsen. Ich dachte, du könntest es jemand anderem beibringen. Diesem Mädchen? Es stimmt. Irgendetwas an ihr ist besonders. Das habe ich schon beim letzten Mal gespürt. Aber selbst jemand wie sie lernt das Runenschmieden nicht über Nacht. Es dauert Jahre, auch nur die einfachsten Portalsteine zu schmieden. Aber einer nach Pandoria, das würde ein Jahrzehnt Erfahrung in der Druidenschmiedekunst voraussetzen. Ein Jahrzehnt Erfahrung? Pah, wie wär's mit einem Leben? Jetzt weißt du, warum ich in Moorland Halt machen wollte. Magnus Steiner, du bist für alle Schmiede und Steinmetze eine Legende. Ich bin natürlich nicht würdig, aber es wäre mir eine Ehre, von dir zu lernen. Ah, Konrad. Einer meiner Lieblingscharaktere in SSO. Du siehst vielversprechend aus. Aber sag mir, was hältst du von Meißeln? Mein Lieblingswerkzeug. Nach dem Hammer natürlich. Ein Meißel ohne Hammer ist nur ein spitzer Stock. Stimmt, wenn du nur Men hier meißelst. Du musst noch viel lernen, Hammermeister. Reden wir mal über Klopfhölzer. Für solch ein Juwel funktioniert Buchenholz meiner Meinung nach am besten. Und jetzt üben wir unsere Hammerschläge. Nein, nein. Etwas sanfter. Das ist Kristall, kein Eisen. Nochmal. Sieht aus, als hätten die beiden eine Menge zu bereden. Treffen wir uns draußen bei deinem Pferd. Die kalte Luft tut meinen Lungen sicherlich gut. Okay. Ja, dann mal wieder raus. Coco wird sich freuen, dass sie nicht so lange warten muss. Ein bisschen können wir auch noch machen. So. Also hilft uns Konrad, der alte Haudegen. Finde ich gut. Finde ich echt gut, dass er auch nochmal dabei ist in der Geschichte. Evergrey? Ach, da unten. Da steht er. Hat so ein bisschen was von einem Druiden. Also nicht... Ja gut, er gehört ja auch zu den Druiden im Endeffekt. Aber wie man sie aus anderen Spielen kennt, meine ich. Alles läuft wie geschmiert. Mein Bruder gibt uns Bescheid, wenn der Portalstein fertig ist. Okay. D'accord wieder. Sir, das Mädchen und der Verbannte fertigen einen Portalstein an. Lassen Sie mich dorthin gehen, Sir. Ich sorge dafür, dass der Schmied den Portalstein nicht vollenden kann. Nein. Dieser Ort wird von starken Runen geschützt. Du könntest ihn nicht betreten. Behalte die Angelegenheit weiter im Auge, aber tu nichts. Noch nicht. Okay. Oh, der Nebel ist weg. Uhuhuhu. Der Nebel ist weg. Der kommt bestimmt gleich wieder. Ja, da senkt sich der Nebel schon wieder übers Tal. Verdammt. Psst, hast du das gehört? D'accord-Runen. Wir werden beobachtet. Sei vorsichtig, was du sagst, Dina. Schnell, zum geheimen Steinkreis. Dorthin kann man uns nicht folgen. Okay, wir können uns bestimmt abholen lassen. Jo, können wir. Super. Das ist gut. Alles klar. Ich lasse mich jetzt aber mal abholen. Geheimer Steinkreis. Valedale Village. Valedale Village. Oh. Klingt schlimm. Wir bleiben bei Valedale Village. Ah, ich mag Valedale mit seinen Rosenbüschen. Huch! Da war eine Pferdenase.
Pferdenasen sind süß. Pferdenasen sind samtig weich. Pferdenasen haben echt so vom Gefühl her, sind die so ein bisschen wie Hundeohren. Hundeohren sind auch unglaublich flauschig, plüschig, samtig. Samtig ist das Wort, was ich gesucht habe. Los, Coco, schneller! Hol dir einen Drehwurm! Ah, da senkt sich schon die Spirale nach unten. So, rein da. Zeit und Raum verschmilzen. Alles ist still und immer in Bewegung. Okay, da sind die anderen. Ah, wieder bei Fripp. Du kommst gerade richtig, Dina. Linda hat einen Durchbruch erzielt. Meteor, bist du das? Sag mir nicht, dass du immer noch böse wegen dieser Sache mit der Mondfinsternis bist. Die Bewahrer mögen dein Exil ja aufgehoben haben, aber ich rede trotzdem nicht mit dir. Ach ja? Nicht einmal für einen glasierten Apfel? Ich habe ihn auf der Fähre nach Süden besorgt. Du denkst doch nicht, dass ich deine Lieblingsleckerei vergessen habe. Ich sage nicht, dass alles vergeben und vergessen ist, aber... Njam, njam, njam. Alles ist vergeben. Oh Gott, da spricht mein liebster Schleckermaulhengst. Oh Gott. Der geheime Steinkreis. Ich dachte, ich würde ihn nie wieder betreten. Ja, so schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen, Evergrey. Okay, ihr Lieben, ich würde mich aber für heute von euch verabschieden. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Morgen kommt dann aber erstmal die Postfolge. Und die Update-News kommen natürlich auch noch. Ja, und dann muss ich gucken. Das Halloween-Event kommt ja auch noch. Ich möchte trotzdem gerne erstmal die Story durchspielen, bevor wir dann das Halloween-Event machen. Denn Halloween ist im Endeffekt nahezu jedes Jahr das gleiche. Und diese Story hier, die fesselt mich gerade wieder so krass, dass ich unbedingt weitermachen möchte. Von daher geht's dann erstmal mit der Story weiter ab Donnerstag und danach dann das Halloween-Event. Ja, danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.